Das wohl bisher beste Kapitel des Wano-Arcs ist nun endlich erschienen. One Piece Kapitel 921 Review und Analyse. Kinemon erklärt, wie der Plan nun aussehen soll. Am Tag des Festivals werden sie zu Kaidos Insel Onigashima fahren, denn während dieser Zeit werden Orochi und Kaido betrunken sein und somit, naja, leichter zu besiegen sein, wenn sie sich da mal nicht täuschen. Kinemon revealed auch, dass Ozuru seine Frau ist. Bisher weiß sie aber nicht, dass Kinemon wieder in Wano Kuni ist. Franky wurde ein Handwerker bei dem Typen, der Kaidos Schloss gebaut hat, damit sie einen genauen Plan haben, wo sie hin müssen. Und Robin wurde eine Geisha, um Orochis genaue Schritte zu verfolgen. Und Brook soll mit seiner Kraft Essen aus der Hauptstadt holen. Meint Kinemon in Brooks Geisterform, dass er Essen umherträgt oder wie? Den Sinn habe ich noch nicht ganz verstanden. Kinemon sagte auch, dass Namis Wetterkräfte wie Ninjutsu sind. Da bin ich mal gespannt, ob Ninjutsu in One Piece ähnlich stark sind wie Ninjutsus in Naruto. Als Tarnung bekommen alle Samurai- oder Ninja-Klamotten. Und damn, Nami looks pretty sexy as a kunoichi. Doch dann ruft Kinemon eine andere Kunoichi herbei, namens Shinobu. Sie ist eine kleine, dickliche Frau, komplett verhüllt. Warum sind alle Ninjas bisher klein und dicklich? Ich meine Raizo, Shinobu, komisch. Der Name Shinobu bedeutet heimlich bzw. List. Was natürlich zu einem Ninja passt, vielleicht ist sie speziell gut darin, nicht entdeckt zu werden. Doch sie sagt selbst, ihre Spezialität ist das üppige Jutsu. Erinnere mich an Shoji in Naruto. Kinemon möchte unbedingt drei bestimmte Samurai finden, die wohl stärker sind als 100 Leute. Diese drei Samurai dienten irgendwann Oden. Kawamatsu, Denjiro und Ashura Doji. Von Kawamatsu wissen wir bisher noch gar nichts. Bei Denjiro haben wir möglicherweise den Vergleich mit Denjiro Okoshi, denn dieser war ein Schauspieler, welcher berühmt war für seinen Samurai-Film The Million Ryupot. Dort spielte er einen Samurai mit einem Auge. Möglicherweise hat auch dieser Denjiro nur ein Auge. Und Ashura Doji kennen wir ja schon, das war ja der früher gefürchtetste Mann in Wano Kuni, den Oden dann besiegt hat. Hat sich dann wohl danach Oden angeschlossen. Interessant. Shutenmaru und seine Bande klauen den Bewohnern das ganze Essen, was sie von Ruffy bekommen haben. Was für ein Arschloch. Ich meine, seriously, du bist ein Depp. Shutenmaru bestätigt uns, dass Lady Toki also tot ist. Plötzlich taucht Jack vor Shutenmaru auf. Was interessant ist, in seiner Beschreibung wird er nicht mehr als Katastrophe betitelt, sondern als Galionsfigur. Ist er vielleicht aufgrund seines Versagens von Kaido herabgestuft worden? Und es sind im Moment nur noch zwei Katastrophen, oder es gibt eine neue dritte. Kaido möchte Shutenmaru rekrutieren. Shutenmaru attackiert Jack und schneidet ihm durch die Brust. Die beiden starten zu kämpfen und scheinen gleich stark zu sein. Plötzlich verändern sich die Wolken am Himmel. Es beginnt zu regnen. Die Strohhutbande schaut in den Himmel und plötzlich kommt eine Kralle. Und der Himmel beginnt zu sprechen. Und es erscheint ein riesiger chinesischer Drache. Sieht irgendwie aus wie ein böser Shenlong. Und dieser Drache ist Kaido. Also hiermit ist es nun endlich offiziell bestätigt, eine meiner Theorien wurde wahr und auch eine Theorie, die viele andere hatten natürlich. Kaido ist ein Drache. Die Frage, die ich mich hier aber stelle, ist Kaido nun ein Oni mit einer Drachenfrucht? Oder ist Kaido in Wahrheit ein Drache mit einer Mensch-Menschfrucht-Modell-Oni? Immerhin wird er als Kreatur bezeichnet. Vielleicht war die Drachenform seine erste, aber dies ist wohl eher unwahrscheinlich, denn wenn er die Drachensohren besitzen würde, würde es erklären, woher Momonosukes Smile-Teufelsfrucht stammt. Möglicherweise aus Kaidos DNA. Vielleicht hatten sie diese, als sie Kaido mal gefangen nahmen. Scheint so, als könne Kaido das Wetter kontrollieren. Das wird ja oft den chinesischen Drachen nachgesagt. Es gibt dabei auch eine interessante Legende. Die Legende von Ryujin, dem Drachengott. Dieser Drache hatte die Kraft des Ozeans und konnte sich in einen Menschen verwandeln. Er war im Besitz des Gezeitenjuwels. Mit diesem konnte er eine riesige Welle erzeugen und auf seine Gegner jagen. So Wellen, wie sie vor Wano Kuni vorkommen. Vielleicht entstehen diese durch so ein Juwel, um Wano Kuni zu beschützen.
Denn auch in Wano gibt es ja diese besonderen Schätze, so wie es das Shusui-Schwert war. Möglicherweise ist auch das Gezeitenjuwel so eines. Das Interessante an der Legende ist, dass eine Prinzessin namens Tamatori das Juwel von Ryujin klaut. Prinzessin Tamatori. Otama. Ihr versteht die Verbindung. Vielleicht spielt Otama doch eine Rolle dabei, Kaido zu besiegen. Und wenn ich mir gerade so überlege, es kommt mir jetzt gerade so spontan in den Sinn, sollte Jack wirklich keine Katastrophe mehr sein? Wer könnte aufgestiegen sein? Wäre ja gar nicht so weit hergeholt, wenn dann X-Drake jetzt die nächste Katastrophe wäre. Ich meine, er ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Er hat eine interessante Zoanfrucht, auch wieder so eine Urzeitfrucht, wie sie Jack hatte mit seiner Mammutfrucht, würde auch wieder passen. Und wir wissen ja, dass Kaidos Bande an Kartenspielen angelegt ist. Und wir haben King, wir haben Queen, wir haben den Buben, also Jack, und der nächste an der Reihe wäre dann X. Das heißt, wenn der Bube abgestiegen ist, wäre der nächste, der hochsteigen würde, ja der mit der X, also der 10. X-Drake, die nächste Katastrophe bestätigt. Dum dum dum. Naja, wie hat euch das Kapitel gefallen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben oder den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.